Letztes Mal haben wir leider erlebt, dass unsere Welt von einer blöden Naturkatastrophe weggewischt wurde von der Natur. Die Natur hat sich die Welt zurückgeholt und deswegen hat der Servant sich einfach mal bereit erklärt, einfach mal eine schöne neue Karte zu erstellen. Der hat sie gestern oder ein paar Tage schon, also ein paar Tage bevor die Folge kommt, davor schon gemacht. An einem Tag hat sie extra einen Ferientag genommen, deswegen danke nochmal an dich. Und die letzte hat er auch schon gemacht. Die hier hat er gemacht, dabei gespielt, kam leider die Flutwelle, hat alles weggeräumt. Ich habe gerade schon dreimal versucht, die Folge hier zu beginnen. Einmal hat jemand angerufen, das andere Mal waren noch Mods installiert, die halt unendlich Geld mir geben und so weiter da drin. Zum anderen gab es auch noch ein paar andere Sachen. Aber er hat eine neue gemacht, hier ist sie. Und wer sich das runterladen will, diese Karte, ich weiß jetzt nicht, ob er es noch online gestellt hat, aber einfach noch Server eingeben. Dann kommen da, glaube ich, Servants Inseln 2 oder sowas. Und dann hier noch dieses Thema runterladen, auch nochmal Insel 2, weil das hat er extra dafür gemacht. Da ist dann nochmal das Wasser schön blauer und so weiter. Und die ganze Gülle, wo man halt aus den Häusern rauspumpt, in den Fluss rein, ist nicht so lila, so komisch, eklig, dreckig, sondern schön so nicht so braun, grau, sondern schön lila. So rum. So. Dann mache ich das mal. Wie soll ich eigentlich jetzt die Stadt nennen? Stadtname. Warum steht eigentlich nicht Kartenname? Weil man kann ja eigentlich mehrere Städte machen, dann ist eigentlich ein Stadtname nicht mehr so sinnvoll. Ein Stadtname. Vielleicht das. Flutsicher. Ah, nee. So nennen wir die. Hochgegriffen. Beginnen. Ja, da kommt zwar diese Fehlermeldung, dass dieses Thema nicht installiert ist, aber es ist installiert, hat man gerade gesehen, ich habe es ausgewählt. Da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, aber die sind vom Spiel selber und da ist eigentlich überhaupt nichts falsch. Das Beste, hochdenkt gerade das Spiel, das Beste finde ich auch, diese Klippen, wo er dort erstellt hat, sind so extremstens wellengesichert, da traut sich nicht mal eine Welle ranzugehen. Eine Flutwelle, eine Tsunamiwelle, die traut sich wirklich nicht mal zu entstehen wegen dieser Klippe. Die kriegt da Angstzustände. Die kriegt da wirklich Angstzustände. Die hat da keine Lust mehr. Habe ich mir nochmal kurz angeschaut. Ich bin mal gespannt, wie es so aussieht. Da. Hier sieht man es. Holla. Hier sieht man es. Gigantisch. Einfach nur gigantisch diese Klippe hier. Wenn da eine Flutwelle rankracht, die zerschmilzt. Die zerschmilzt einfach. Hier sind ein paar Flüsse und zwar das Geile finde ich natürlich, da er Flüsse hingebaut hat, kann man hier so einen kleinen Staudamm hinmachen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie geht, aber man könnte eventuell, wenn es funktioniert, einen kleinen Staudamm hinmachen und dann könnte man eventuell damit Strom erzeugen. Konnte man hier in der letzten Karte nicht, hat mir ein bisschen gefehlt, aber hier kann man es. Ach genau, erstmal eine Straße bauen. Dann kann man das hier machen. Ich würde sagen, diese Straße hier reißen wir mal kurz ab, dass wir hier schön bauen können. Ich bin jetzt mal gespannt. Welche genau wir haben, die großen. Aber ich würde erstmal die kleinen nehmen, so Einbahnstraßen, dass man hier dann eventuell. Also ich würde sagen, dass man hier. Oh, Moment. Moment. Man kann, glaube ich, bis hier vorgehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Diesbezüglich würde ich sagen, dass wir hier oben eventuell Häuser machen und so weiter und hier unten dann das Industriegebiet. Können wir machen. Dann könnten wir das Industriegebiet eventuell, wenn wir dann diese Karte freigeschaltet haben, hier drüben hin verlagern. Das wird dann natürlich auch geil, wenn man dann hier alles zum Bauen hat und dann ist hier halt hier. Dann ist halt hier das Industriegebiet abgehackt per Flussexpress von der Zivilisation. Somit ist halt die Stadt nicht angegriffen von, ja, Ekligkeiten, Schmutz. So. Ach, kostet Abreißen auch was? Ich glaube nicht. Ah, warum haben wir Tausender verloren? Schmutz und Schande.
So, dann bauen wir hier kurz mal. Und ich baue hier zuerst mal. Ah ne, ich könnte hier dann eventuell noch ein bisschen Industrie für den Anfang bauen. Und dann bauen wir halt hier die Industrie. Das könnte ich natürlich auch machen. So, dann baue ich jetzt erstmal den kleinen Kreisverkehr und bin mal gespannt, wie hier alles funktioniert. So. 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 Und so. Ist zwar jetzt nicht das Schönste. Ich hätte natürlich auch das hier. Ah ne, können die nicht. Warum baue ich nicht das? Ich bin auch so schlau. Wir haben das hier für den Bau und ich baue das nicht. Muss man auch machen. Muss man auch mal schaffen. Ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Denn ich musste gerade noch kurz etwas erledigen. Und diese Erledigung hat was mit meiner Nase zu tun. Ich habe gerade wieder ein bisschen Nasenspray oder habe halt meine Nase geputzt. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sich da was komisch anhört. Oder so. Weiß ich nicht. Huch. Hallo. Oh, Straße. Heute schön hier auf die Malediven. Ein bisschen bauen. Lalalala. Ich bin mal wirklich gespannt, wie hier sich die ganze Stadt entwickelt. Was wir hier alles so bauen werden. Und ich bin mir sicher, hier sind wir zu 1000% von der Flutwelle. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht kann er hier auch eine Flutwelle rausdrehen. Man weiß ja natürlich nicht, was wozu City Skylines in der Lage ist. Ich habe schon vieles erledigt. Schon vieles. Ach, das ist... Ach, wie geil. Ich habe gedacht, der Kreisverkehr hat... Okay. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen mehr aufs Spiel verlassen, weil das ist ja eigentlich auch nicht so ganz dumm. Ist nur so dumm, wie man es programmiert hat. Ich habe gerade gedacht... dass der Kreisverkehr diese Straße hat, also diese doppelseitigen, dass man da entlangfahren kann, wie halt normale Straßen, aber ist nicht so. Tja, ja, da sieht man mal, was man nicht alles kontrolliert, wenn man schon andere Spiele gespielt hat, die, naja, anders da waren und dass sie es nicht hatten. Das wäre eigentlich gerade cool, wenn wir das so bauen könnten, dass es hier so ein bisschen... Vor allem, wo konnten eigentlich die... Ich weiß es nicht, ob die Musik von einem anderen Spiel reingerutscht ist hier in City Skylines, aber das ist doch ein bisschen bedrückend. Wenn da doch so eine Musik kommt, so... Oh, das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Jurassic Park. Jurassic Park. Der Park deiner Träume. Ich finde es auch so blöd. Warum kann man hier nicht so einen schönen Bogen machen? Na. Ja, passt. Sieht doch eigentlich okay aus. Finde ich jetzt nicht schlecht gemacht. So. Dann werden wir hier mal kurz ein bisschen Wasser abgreifen. Ist natürlich die Frage, wo man Wasser abgreifen könnte. Überall. Natürlich da. Greife mal hier ein bisschen Wasser ab. Ich hoffe, das passt weitestgehend. Nicht, dass hier dann alles zerstört wird. Natürlich wird eigentlich alles zerstört, weil die Menschheit ist der grundlegende Feind der Natur. Man sagt da auch immer, da wo es Menschen gibt, dann gibt es keine Natur mehr. Sie in den Großstädten. Ich finde es aber auch komisch. Man macht da natürlich extrem viel für diese ganze Tierwirtschaft, wollte ich schon sagen, für die ganze Tierwelt, für die ganze Natur, aber leider nicht genug. So sieht es nämlich aus. Leider. Und das Geile ist, wir haben hier so viel Wind, man kann hier so viel Wind... Huch, ja, da hier auf der Autobahn kann man Windrad hinstellen, aber man kann ja so viel Wind abgreifen, das finde ich gigantisch. Ach, das Geile ist, wir bauen, also mir hat der Windpark extrem geil gefallen, aber leider mussten wir ihn aufgeben. Daher können wir hier, also ich würde sagen, hier entsteht der neue Windpark. Windpark 3000.
Dann bauen wir hier kurz mal den Strommast durch, hier irgendwie hin. So, dann bauen wir hier den neuen Windpark. Wäre doch eigentlich cool. Das bedeutet, ich werde hier mal kurz Wohngebiete ausweisen, dass hier halt ein paar Wohngebiete mal hingepflanzt werden. Und dann... Also ich mache es jetzt nicht so, wie ich es immer mache, dass ich vorne am Kreisverkehr anfange, weil vorne am Kreisverkehr kommt man ein bisschen schwer mit der Wasserleitung, dem Strom und so weiter. Und hier vorne hinten ist es eigentlich exzellent perfekt gemacht dafür, dass man da hinkommt. Deswegen würde ich mal meine ganze Symphonie des Spielens ein bisschen umkrempeln und mal ein bisschen anders machen, dass es vielleicht doch dann praktischer ist. Man muss natürlich sehen, es ist schon praktisch, wenn man sie vorne baut, dass dann die Autos, die reinfahren, exzellent schnell da rankommen. Aber andererseits ist es dann hinten doch praktischer, wenn man da schon alles hat. So, wo könnte man es... Ja. Wie geil. Ich würde jetzt mal ernsthaft sagen, daher, wenn ich so einen Fluss haben und daher alles hier in den Ozean reingeht, dass wir dann eventuell... Ach, Mist, ist außerhalb des Gebiets. Na gut, dann machen wir uns da Türen. Also solche kleinen Flüsse liebe ich. Da kann man Wasser abgreifen. Hier wird einfach das alte Dreckwasser weggespült. Also sowas finde ich dann schon extrem geil. Ist natürlich jetzt nicht so schön, wenn da dann das saubere Wasser schmutzig gemacht wird, aber andererseits muss man es natürlich auch so sehen, die Menschheit verschmutzt die Welt. Naja, kann man ja mal machen. Es ist schön. Es ist wunderschön, wir fangen an. Meine Nase ist verstopft, was mir überhaupt nichts macht, denn... Ja, es ist schön hier. Und mir ist auch mal aufgefallen, ich glaube, ich weiß, warum ich mich immer so verspreche, denn wenn meine Nase jetzt verschnupft ist oder zu ist, kriege ich manche Wörter nicht so richtig rausgesprochen. Kennt man wahrscheinlich, wenn man erkältet ist und so weiter. Es geht da dem genauso. Also, man muss es bei mir sehen, ich bin eigentlich so gesehen, wenn man das als Schnupfen werdet, das ganze Jahr krank. Ununterbrochen das ganze Jahr verschnupft krank. Und ich glaube, jeder war schon mal krank. Und die Leute, die schon mal krank waren, eigentlich jeder, weiß, wenn man dazu eine Nase hat, dass man Wörter nicht so gut aussprechen kann. Müsste man eigentlich wissen. Denke ich jetzt mal. Und diesbezüglich ist es wahrscheinlich bei mir so, dass ich dann auch teilweise diese Wörter nicht so gut ausspreche. Aber ich habe schon Mittel und Maßnahmen dagegen ergriffen, dass es so passt. So, und hier würde ich dann das wunderschöne Industriegebiet hinbauen. Ist eigentlich geil. Das heißt, hier wird eine Einbahnstraße entstehen und hier kommt auch wiederum eine Einbahnstraße heran. Also ich würde sagen, da wir hier, das wird doch geil. Hier, das wird jetzt richtig geil. Und zwar, hier ist die Autobahn. Hier wird das große Industriegebiet mal gebaut, falls wir das hier bekommen. Falls wir das mal kaufen können. Ich glaube aber schon. Hier... Er wird auch Industriegebiet sein, bestehen. Das bedeutet, wir werden irgendwann diese Straße hier drin, also den Kreisverkehr größer bauen. Ich werde schauen, dass ich hier außen baue und hier erinnere ich nichts, dass wir den Kreisverkehr größer bauen können. Dies bedeutet, hier wird eine große Hauptstraße entlang führen, hierhin. Und hier wird nochmal eine große Hauptstraße an die Autobahn seitlich außen entlang führen. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das so wird. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ist gerade hier wie Frage und Antwort. Bei der Musik. Vor allem ist sie jetzt so schön. Ist so schön schön. Gerade eben war sie ja so schön gruselig. Nicht genug Geld. Nein.
Uns fehlt das Geld. Das Geld geht uns aus. So, jetzt passt wieder die etwas düstere Art der Musik, wenn uns das Geld ausgeht. Einen Kredit würde ich gerne ungerne aufnehmen. Gerne ungerne, natürlich. Sie sagen, ist doch die Professoren im Wilden Westen und der Vereinigten Staaten von Südamerika. Die Straße ist auch wunderschön. Äußerst toll. So, so langsam kommen wir hoffentlich aus der Minussucht heraus, aus der Pleite. Und vielleicht finden wir den richtigen. Oh nein. Ach du Scheiße. Geil, wir haben uns schon den Start vermiest. Solange diese Gebäude hier nicht zusammenbrechen, hätten wir noch vielleicht eine kleine Chance. Ich lasse mein Spiel schneller laufen. Hätten wir noch eine kleine Chance, hier mehr Geld zu verdienen oder überhaupt ein Geld zu verdienen. Oh, das dauert ja ewig, bis wir raus sind. Und dann könnte man die anschließen an den Strom, bevor sie explodieren und kaputt gehen. Und bevor wir hier im Minus-Tausender-Bereich sind. Komm, 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 das muss ein bisschen schneller gehen hier. Komm, eigentlich, Budget. Hier, jetzt können wir ein bisschen runterschrauben. So viel brauchen wir natürlich nicht. So. Können wir später wieder auf 100 machen? Ja, endlich. Weil hier sieht man, naja, jetzt geht es mal ein bisschen runter, aber es schwankt, bei Strom schwankt es zwar noch ein bisschen, aber hier, weißt du was? Strom mache ich mal wieder auf 100 hoch, aber daher mache ich dann Wasser auf 93 runter, weil wir da gerade aktuell mehr als genug haben hier, da schwankt überhaupt nichts. Hier hält sich das gerade wieder konstant. Die brauchen dringend, nein! Wieso Spiel? Wieso? Wir brauchen doch Wasser. Strom, Strom. Wir brauchen Geld. Vor allem baut schneller, baut. Ach, stimmt. Wir können ja ausweisen. Ups. Oh. Daran habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Dass wir hier nochmal mehr Wohngebiete ausweisen können. Somit bauen hier mehr und dann kriegt man nochmal mehr Geld. Ich bin auch so schlau. Hat gedacht, alles hängt hier von der Industrie ab, aber bestimmt ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, ich würde mal sagen, die haben Strom und sind vielleicht zufrieden. Jetzt unser Arbeiter. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin auch so schlau. Oh Gott. Ja, damit herzlich willkommen zu Schlauheitstheorien 9000. Citizens behave. It is really just trying to bring as much realism as possible, but making it more fun than it actually is in real life. Maybe this sounds kind of weird, but